Et bienvenue en Andalousie aujourd'hui. Hola y bienvenidos al programa Xenios. Ja, wir sind aus dem Xenios-Mobil gestiegen und sitzen quasi auf dem Thema des Tages, dem Fahrrad. Ja, so begleiten wir Sie lieben gern durch die Sendung auf den Radwegen Andalusiens, die zu den schönsten Europas gehören. Normalerweise wird man jetzt natürlich nicht so ein Oldschool-Klapprad nehmen wie wir, aber das passte halt gut ins Wissensmobil. Das Rad von heute ist natürlich ein richtiges Hightech-Gerät. Und darum geht's heute. Wissen rund ums Rad. Wie wurde es zu dem, was es ist? Und wozu kann man es noch so nutzen, wenn nicht zum Fahren? Ja, meine deutsche fahrradbegeisterte Kollegin ist mir schon davon gefahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich heute auf den Geschmack komme. Denn ehrlich gesagt, ich besitze nicht mal ein eigenes Fahrrad. Und wenn ich mir eins leihe, habe ich nach 10 Minuten meistens schon genug. Und es ist gar nicht so leicht, hier mit diesen alten Mühlen zu fahren. Deswegen machen wir erstmal ein Päuschen, in dem wir uns anschauen, wie das Rad zu dem wurde, was es heute ist. 1920, vor 3 Jahren, hat Dreis das Laufrad erfunden. Es ersetzt das Pferd und bringt den Menschen flott voran. Oh je, was kommt denn da? Ein Blitz. Der Mann aus der Vergangenheit ist verwirrt. Nicht nur den Ort, auch die Zeit erkennt er nicht wieder. Ein Museum, Gott sei Dank, das kennt er. Hier erhofft er sich Aufklärung. Da etwas Vertrautes und Hilfreiches, die Museumsleiterin. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich komme aus dem Jahr 1820. Oh, in der Zeit. Ich zeige Ihnen mal was. Steigen Sie doch mal darauf. Das ist aber hoch. Ja, Sie kriegen damit aber die Füße vom Boden. Und darauf kam es an, 40 Jahre nach der Erfindung der Draisine. Damit bekommt das Fahrrad richtig Schwung. Funktioniert gut, oder? Ja. Sehr viel besser als die Draisine. Seit wann genau die Tretkurbel das Fahrradgeschäft antreibt, ist nicht belegt. Viele wollen die Idee zuerst gehabt haben. Hochräder fahren auf jeden Fall ab 1869 durch Europa. Sie sind schneller, aber auch gefährlicher. Mit dem Niederrad wurde das Fahrradfahren sicherer. Ungefähr um 1875 ist es erfunden worden. Und zwar hat man die Übersetzung entdeckt, wahrscheinlich an mehreren Stellen auf der Welt gleichzeitig. Dieser Antrieb macht auch Tempo. Mit weniger Kraftaufwand kann schneller gefahren werden. Das Fahrrad, wie wir es heute kennen, entwickelt sich innerhalb von circa 10 Jahren. 1888 bringt der Luftreifen endlich mehr Bodenhaftung und Komfort. Was machen die Deutschen, wenn sie ein neues Hobby entdecken? Er gründet einen Verein. Genau. Und gucken Sie mal hier. Auf dem Foto sind sogar schon Frauen dabei. Frauen auf Fahrrädern, das gilt als unschicklich und ungesund. So wie er reagieren damals die meisten Männer. Ja, ich merke schon, Sie sind ein bisschen irritiert. Die Frauen haben sich das Fahrradfahren wirklich ganz schön erkämpfen müssen. Und Sie können mir glauben, was man ihnen im Verein erlaubte, das erlaubte man ihnen noch lange nicht auf der Straße. Vor allem die Kleiderfrage erhitzt die Gemüter. Ärzte fürchten um die Fruchtbarkeit und Männer unterstellen gar sexuelle Motive. Doch die Frauen lassen sich nicht vom Rad schubsen. Sie befreien sich von Korsett und Konvention und fahren einfach weiter. Das Fahrrad ersetzte allmählich das Pferd. Ich glaube, das war zu Ihrer Zeit auch schon so. Und wir kennen das vor allen Dingen aus den beiden großen Weltkriegen, in denen die Soldaten mit dem Fahrrad beweglich wurden, insbesondere 1944 in der Normandie, als die Fallschirmjäger Fahrräder hinterhergeschmissen bekamen zu Tausenden. Radrennen wurden schon auf Draisinen und Hochrädern gefahren. 1903 wird die Tour de France zum ersten Mal gestartet. 1933 wurde die Sportgangschaltung erfunden. Und damit wurden plötzlich ganz andere Erfolge für Radfahrer möglich. Und auch für Hobbyradler. Heute verbringen auf der ganzen Welt immer mehr Menschen Freizeit und Urlaub auf 2 Rädern.
1981 gibt es die letzte echte Neuheit in Sachen Fahrrad, das Mountainbike. Seine Vorzüge: Geländegängigkeit mit breiten Reifen und fein einstellbarer Gangschaltung. Das Fahrrad forderte zu Höchstleistungen heraus. Entweder die Sportler oder eben die Konstrukteure. Radenthusiasten lassen sich Verrücktes einfallen. Den Achter mit Steuermann, das kleinste fahrbare Tandem oder musikalische Unterhaltung auf zwei Rädern. So, nun haben Sie gesehen, wo wir mit der Fahrradtechnik und den Fahrrädern gelandet sind. Sie müssen jetzt zurück in Ihre Vergangenheit. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich. Und gute Fahrt. Wiedersehen. Dort, wo er jetzt hinfährt, ist er sogar mit einem alten Bonanza-Rad voll hip. Unsere Fahrräder sind auf jeden Fall noch hipper. Ja, aber ich bin trotzdem froh, dass wir gleich was Besseres kriegen. Echt? Und unser Experte ist schon da, siehst du? Oh. Schnell! Hallo, meine Lieben. Wo wollt ihr denn mit diesen Fahrrädern hin? Damit können wir nicht fahren. Wir müssen diese hier nehmen, Mountainbikes, um durch die Berge zu fahren. Schaut mal, die haben dickere Räder mit Profil, um auf den steinigen Wegen zu fahren. Und sie haben viele Gänge. Und ihr habt ja noch nicht mal eine Gangschaltung. Okay. Außerdem sind sie leichter. Sie sind aus Aluminium und deshalb besonders geeignet, um durch die Berge zu fahren. Aber so viele Fahrräder haben wir hier noch gar nicht gesehen. Vielleicht gibt es in Spanien nicht eine so große Fahrradtradition wie in anderen europäischen Ländern. Wir haben kaum eine Infrastruktur dafür. In vielen Städten gibt es keine Fahrradwege, obwohl das Radfahren andererseits bei uns sehr wichtig ist. Denk mal an den Radsportler Indurain und jetzt Contador. Kurz, wir haben viel Interesse am Radsport, aber wenig am Radfahren als Hobby. Aber das ändert sich auch gerade ein bisschen. Esperamos, ¿eh? Hoffen wir mal. Entonces, können wir los? Nee, ihr sollt euch noch umziehen. Oh. Muy guapo. Muy profesional. Gut, ich sehe, ihr seid sehr gut vorbereitet. Ihr habt den Helm mitgebracht, der uns vor gefährlichen Stürzen schützt. Sehr wichtig, Pierre, die Hose. Okay, mit Schutzpolster, hier am Po. Ja, ich bin schon gespannt, was wir heute mit Carlos und die anderen Radexperten hier in Almería in Spanien lernen werden. Genau, und um Menschen wie dir den Einstieg einfacher zu machen, haben wir jetzt schon mal für Sie ein paar hilfreiche Tipps rund ums Fahrrad zusammengestellt. Ein kniffliger Fall. Mein Auftraggeber will, dass ich sie finde. Sie? Na, die 5 cleversten Fahrradideen. Hier Nummer 5. Kopfsteinpflaster und ein Fahrrad ohne Federung. Nicht gerade ein Fahrvergnügen. Laura spürt jede Bodenwelle bis in die Fingerspitzen. Eine Gabelfederung wäre jetzt praktisch. Auf ebener Strecke ist sie aber ganz schön kraftraubend. Die Lösung. Ein winziger Hebel für alle Fälle. Ein Handgriff und die Federgabel funktioniert. Entspannt fahren auch auf Kopfsteinpflaster. Jetzt aber wieder Tempo machen auf ebener Strecke. Kurz anhalten, die Federgabel blockieren und weiter. Ja, schon nicht schlecht. Aber nun Platz 4. Mit dem Fahrrad zum Zelten. Eine schöne Sache. Schlecht allerdings, dass Zelte ziemlich unhandlich sind. Kompliziert zu verstauen und mit allem Zubehör meist auch noch einige Kilos schwer. Störender Ballast, der einem die Tour vermiesen kann. Aber Hilfe naht. In Form eines sogenannten Fahrradzeltes. Die Verpackung gerade mal so groß wie ein Schuhkarton. Mit 1,5 Kilo ein echtes Leichtgewicht. Vorderreifen raus und Zeltstangen ade. Denn an ihrer Stelle muss das Fahrrad herhalten. Der Reifen wird kurzerhand zur Rückwand umfunktioniert. Der Lenker und Heringe halten den Rest. Nicht komfortabel, aber für eine Person und eine Übernachtung ideal. Aber ich hab was, das ist noch besser. Top 3. Einfach laufen lassen. Ups, da hat Laura wohl etwas vergessen.
Ohne Absteigen geht bei einem Felgendynamo gar nichts. Läuft er einmal, bremst er das Rad. Und dann das nervende Geräusch. Bei Nässe gibt er manchmal sogar ganz den Geist auf. Es geht auch anders. Mit einem Nabendynamo. Kein Schleifen an der Felge, alles wunderbar im Vorderrad integriert. Doch das Beste, eine Fotozelle erkennt, wann man Licht braucht oder auch nicht. Das muss sie sein. Die kann wirklich was. Die Nummer 2. Radfahren. Besonders spannend, wenn man neue Wege erkunden möchte. Wer keinen Plan hat, in welche Richtung es weitergeht, braucht eine Straßenkarte. Sehr unangenehm. Der Kampf mit einem Faltplan. Grausam. Und manchmal hilft noch nicht einmal das. Geht alles viel einfacher. Dank Technik. Ein Navigationssystem fürs Fahrrad. Statt Ortskenntnis und Straßenkarte. Route eingeben und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nie wieder anhalten und nach dem Weg fragen müssen. Der klare Favorit, Rad-ID Top 1. Überall lauern kleine Gemeinheiten. Keine Fahrradsaison ohne platten Reifen. Und ganz bestimmt dann, wenn's gerade gar nicht passt. Das Flickzeug liegt bei Laura wie immer zu Hause. Also, wer sein Rad liebt, der schiebt. Muss nicht sein. Die Fahrradindustrie macht sich schließlich Gedanken. Laura kann vorbeugen. Einfach Latexmilch in den Schlauch füllen und den Reifen bewegen. Beim nächsten Loch im Schlauch legt die Milch sich drüber und wird fest. Nägel und Co. haben es jetzt schwer. Mindestens für 3 Monate. Machen wir eine kurze Pause? Hier, Antonio? Die Natur ist wunderschön hier. Antonio, Carlos, warum gefällt euch das Radfahren? Naja, es ist eine fantastische Gelegenheit, die Natur zu genießen. Die Landschaft gemeinsam mit Freunden. Antonio? Ja, abgesehen davon ist es auch gut für die Gesundheit. Zum Beispiel, um Herzerkrankungen vorzubeugen. Ja, und offensichtlich ist es auch ein gutes Beintraining, ne? Ja, zweifellos. Wenn du schon mehrere Jahre dabei bist, wird die Muskulatur gekräftigt. Besonders die Oberschenkel und die Wadenmuskeln. Aber auch insgesamt. Bizeps, Trizeps, Rückenmuskeln. Praktisch alle Muskeln. Wartet! Ich gebe zu, es ist toll, so bewusst die Landschaft zu erleben. Als ob man drüber schwebt. Trotzdem, ein bisschen langsam und umständlich ist das Radfahren doch. Aber es gibt nun eine Erfindung, die scheint wie für mich geschaffen. Keine Staus, keine Umwege, keine Parkplatzsorgen. Markus Müller hat das, wovon Millionen Pendler träumen. Ein Verkehrsmittel, das fliegt und fährt. Sein fliegendes Fahrrad, genannt Flyke, hat der Tüftler zusammen mit einem Freund entwickelt. In der Luft wählt er den direkten Weg. Und nach der Landung wird das Flyke zum Liegerad. Ja, ich meine, das ist ganz normal. Man hat hier Pedalen, mit denen man dann vorankommt. Und lenken muss ich ein Fahrrad natürlich auch. Da haben wir hier so eine Lenkstange. Das ist eine sogenannte Knicklenkung. Die lenkt im Prinzip hinter mir.
Und das ist halt eben auch die Schwierigkeit gewesen. Kann das Vorderrad ja nicht lenken, weil wir da den Kettentrieb haben. Die Kette möchte ich nicht bis nach hinten laufen lassen. Und hier entstehen sie, die Drahtesel der Lüfte. In einer kleinen Firma in Bissendorf bei Hannover. Die Erfinder tüfteln an immer neuen Flug- bzw. Fahrzeugen. Das FLAIG hat Markus Müller zusammen mit seinem Geschäftspartner Michael Werner entwickelt und gebaut. Man ist so mobil mit dem FLAIG, wie man selber als Radfahrer fit ist. Das ist halt ein Fahrrad. Ungefähr vergleichbar mit einer Rikscha, weil es wiegt ja ein bisschen mehr. Man kommt immer besser vorwärts, wenn man fliegt. Da schafft man im Schnitt so 45 Kilometer pro Stunde. Und wenn man Rad fährt, dann schafft man halt, wie gesagt, keine 20. Aber wenn das Wetter schlecht ist und bevor man gar nicht fliegt, fährt man halt Rad und dann kommt man immer noch vorwärts. Und wenn du 5 Stunden Rad fährst, bist du auch 100 Kilometer weit gekommen. Die Kombination Fahren und Fliegen ist unschlagbar. Auch auf der Langstrecke. Michael erinnert sich noch gern an eine 400-Kilometer-Tour. Vom Ostseestrand bei Rostock bis nach Hause. Einer der Höhepunkte war die Zwischenlandung der fliegenden Fahrräder auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Die Fluglotsen im Tower hatten Sorge, die beiden seltsamen Flieger könnten die Landebahn verfehlen. Doch FLAIGs sind sehr exakt zu manövrieren. Die Präzision der Punktlandung verblüffte die Fluglotsen. Und die Mobilität stellte die Flughafenbürokratie regelrecht auf den Kopf. Und dann zahlt man auf einem Flugplatz normalerweise Landegebühr. Haben wir auch gewollt. Dann hat er seinen Rechner hochgefahren. Und hat dann eintragen wollen, dass wir wieder wegfliegen irgendwann. Ich habe gesagt, wir fliegen nicht weg. Wir fahren jetzt durch das Tor. Wir fahren nämlich nach St. Pauli auf die Reeperbahn. Daraufhin stürzte der Computer ab. Flugzeuge, die landen und dann zum Tor hinausfahren, das war einfach zu viel für ihn. So kamen die beiden Piloten um die Landegebühr herum. Während Michael Werner noch in Erinnerungen schwelgt, macht Markus Müller sein FLAIG wieder startklar. Er will noch zu einem Zuliefererbetrieb in der Nähe. Testweise zieht er den Schirm hoch. Der Wind hat zugenommen. Die Problematik mit Wind besteht einfach nur daran, dass er nicht zu stark sein soll. Wir sind ja im Grunde genommen Teebeutelflieger. Und wenn der Wind über 3 Windstärken kommt, dann hört der Spaß langsam auf. Markus Müller wagt es dennoch. Er positioniert sein FLAIG vor dem Schirm. Die Trag- und Steuerleinen befestigt er am Rahmen. Dann gibt er Gas. Der Schirm füllt sich durch den Propeller und den Gegenwind mit Luft. Wenn er senkrecht über dem Pilot steht, muss der Vollgas geben. In der Luft lenkt Markus Müller den Schirm über 2 Handgriffe, an denen die Steuerleinen befestigt sind. Die Straßen und Ortschaften bieten eine gute Orientierung. Das Navigationsgerät, das zwischen seinen Knien angebracht ist, zeigt ihm den genauen Weg. Das FLAIG ist anfällig für Turbulenzen. Der Pilot ist Wind und Wetter ausgeliefert. Dafür ist es wohl die günstigste Art des motorisierten Fliegens. 10.000 Euro kostet das komplette Fluggerät. Rund 2.000 Euro der nötige Ultralight-Flugschein. Starten und landen darf man eigentlich nur auf zugelassenen Wiesen. Doch wenn das Wetter umschlägt oder der Pilot plötzlich auf die Toilette muss, kann er überall landen. Und das tut Markus Müller jetzt auch. Der Wind wird zu stark. Schnell den Schirm gepackt und schon ist der Himmelsradler straßentauglich. Ab jetzt mit Muskelkraft. Das Fahrrad selber wiegt ungefähr 25, der Motor wiegt 45. Das heißt, da hat man Arbeit zu verrichten. Da überlegt man sich nicht, doch schon mal vielleicht über den Berg lieber rüber zu fliegen, als rüber zu strampeln. Oder ob man nicht einfach den Hilfsmotor anschmeißt. Im Straßenverkehr ist das natürlich streng verboten. Aber auf Feld- und Privatwegen darf der Pilot auch mal die Schubkraft des Propellers nutzen. Markus Müller hat sich extra eine einsame Route ausgesucht. Doch dann tauchen die ersten Fußgänger und Radfahrer auf. Jetzt muss er strampeln. Immerhin, mit einer 14-Gang-Nabenschaltung ist das Liegerad auch für den Muskelbetrieb gut gerüstet. Und vielleicht nimmt der Wind ja auch noch ab, sodass er auf dem Rückweg wieder fliegen kann. Denn so richtig Spaß macht das FLAIG nur in der Luft. Na klar ist Fliegen immer schön, aber dieser Sport, der erdet einen. Es ist echt schön, den Boden unter sich zu spüren.
Antonio, wenn ich das hier sehe, wie es bergab geht, da merke ich, wie gefährlich es sein kann. Wie kann ich mich gegen Stürzer schützen? Es muss sencillo, Pierre. Es ist sehr einfach, Pierre. Du musst dein Gewicht nach hinten legen, das Knie beugen und dann mit dem Knie ausgleichen. Kannst du uns das zeigen? Puedes nos mostrar? Na klar. Morde. Adios. Ah, krass. Bravo. Bravo. Aber ich bin nicht sicher, dass ich das selber schaffe. Was mache ich, wenn ich doch stürze? Falls du fällst, ist es wichtig, dass du einen Helm, Handschuhe und weitere Schutzbekleidung trägst. Ein Fuß sollte immer als Stützpunkt dienen, indem du den Fuß auf eine Seite oder auf die andere stellst. Dann passiert nichts. Okay, aber ich schiebe lieber runter. Bonjour, Lotte. Ui, das sieht gefährlich aus. Ich habe Angst. Hey, dein Cubiero. Na ja, gut, auch wenn ich jetzt hier nicht so eine elegante Figur abgebe, das Rad sieht immer noch gut aus. Und darauf kommt es hier an, denn wir wissen ja, das Auge fährt mit. Sommer, Sonne, Zeit für einen netten Flirt. Aber mit dem alten Drahtesel? Keine Chance, so nicht. Das gewöhnliche Bike muss dringend aufgemotzt werden. Da müssen echte Profis ans Werk. Welche wie diese Jungs in einer Hinterhofwerkstatt. Fahrradtuning ist ihr Spezialgebiet. Von der Maßanfertigung bis zum Komplettumbau. Ja. Hi. Ich brauche Veränderung. So richtig? So was da? Oder sowas? Hast du Zeit? Kannst du dich lange von deinem Baby trennen? Nee. Auch, das muss, also, schneller. Trotzdem zu früh zum Aufgeben. Die Lösung? Statt Komplettumbau viele kleine Tuning-Details mit hoffentlich großer Wirkung. Motivventilkappen, der letzte Schrei. Guck mal, damit du auch. Eine alte Klingel? Nee, cool ist nur eine Vierklanghupe. Ja, die sind ganz cool. Breite Pedale, Riesenlampen, durchgestylte Griffe und ein Sattel mit Totenkopf. Auf die Details kommt es an. Gut. Oh, hier haben wir noch eine schicke Tasche, die kommen noch bei seinem Sattel. Voll Style, oder? Wenn rockig, dann auch richtig. Die Motorbiker haben es schließlich vorgemacht. Ob Auto- oder Fahrradtuning, Spaß am Schrauben muss schon sein. Die Rohrdurchmesser, Abstände und Schrauben sind alle genormt. Jedes Bauteil würde also genauso gut auch an ein Hollandrad passen. Nicht nur schön, sondern auch bequem. Erst dann kommt Cruiser-Feeling auf. Der Spiegel? Perfekt, um den eigenen Look zu überprüfen. Das A und O, für jede Situation gewappnet sein. Man fällt schon ein bisschen auf, da muss man sich dran gewöhnen, dass die Leute gucken. Aber es ist einfach was anderes. Die Würfelventilkappen, Alex persönliches Highlight. Der gute Stück jetzt aber nicht geklaut wird. Baba! Können wir hier vorne festmachen. Klack. Dann mal gute Fahrt. Jetzt bloß nicht wackeln. Haltung annehmen. Reine Übungssache. Cruisen als ganz neues Lebensgefühl. Neues Spiel, neues Glück. Wer sagt's denn? Der ganze Aufwand hat sich soeben gelohnt. So, jetzt habe ich auch einen angenehmen Weg gefunden, Rad zu fahren. Hasta luego. Tschüss. Hasta la próxima vez. A la prochaine. Restez curieux. Alle gut, dachte ich mir mit. Ja, ja.